So sehen Gewinner aus. Nobelpreisgewinner. In Berlin wurde am Dienstag ein Teil der Nobelpreise in Physik und Chemie verliehen, und zwar an Klaus Hasselmann und Benjamin List. Corona-bedingt diesmal aus den Händen des schwedischen Botschafters in Deutschland. Für gewöhnlich übernimmt das der König während einer sehr viel formelleren Zeremonie in Stockholm. Der 90-jährige Hasselmann erhielt den Physikpreis für seine Forschung an Klimamodellen. Er teilt sich die Auszeichnung mit dem Japaner Syukuro Manabe aus Japan und dem Italiener Giorgio Parisi. Benjamin List, der am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim wirkt, erhielt den Preis für Chemie für die Entwicklung eines neuen Instruments zum Aufbau von Molekülen. Mit der Organokatalyse können chemische Reaktionen beschleunigt werden und so ressourcenschonender ablaufen. Auch List teilt sich die Auszeichnung, und zwar mit David Macmillan, der den Preis in den USA überreicht bekam. Der Preis ist für eine Person fast schon zu viel und ich würde ihn gern schnell mit all den wundervollen Menschen teilen, mit denen ich seit über 2 Jahrzehnten arbeiten darf. Jeder der Preise ist mit umgerechnet rund 1,3 Millionen Euro dotiert. Die nun Geehrten werden sich das Geld mit ihren Co-Preisträgern teilen.